Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hausflipper. So, wir hatten in der letzten Folge ja den Bunker ausgearbeitet für die Schwiegermutter. Alter, wie viele? Hier haben wir noch so einen Bunkerauftrag. Kindergarten? Müssen wir da... Nee, ne? Müssen wir da tatsächlich so eine Art Kindergarten... Oh. Okay, ich lese mal. Ariel Lohn. Guten Tag. Nach einigen Jahren Arbeit in der Grundschule habe ich genug Geld gesammelt, um ein Gebäude zu kaufen, das ich gerne in einen charmanten Kindergarten verwandeln würde. Och, das wird aber ein lustiger Auftrag, oder? Das Gebäude diente früher als Büro, also muss man wirklich viel ändern. Im Allgemeinen gibt es ein großes Durcheinander im ehemaligen Büro. Die ehemaligen Besitzer mochten es nicht sauber zu machen. Entsorgen Sie alle alten und beschädigten Gegenstände, reparieren Sie alle kaputten Geräte und rüsten Sie das Badezimmer ordnungsgemäß auf. Kinder lieben es, wenn alles schön bunt ist, wie ein Regenbogen. Verwenden Sie in jedem Raum mindestens 3 Farben. Stellen Sie sicher, dass die Kinder eine Menge an Spielsachen in den Zimmern haben, denn im Kindergarten werden die Kinder als erstes Spaß haben wollen. Das ist wohl wahr. Vergessen Sie nicht, einen Ankleideraum für die Kleider unserer Kleinen zu schaffen. Ein Kleiderbügel, ein paar Regale. Einen Kleiderbügel. Einen. Ich glaube, dass Sie den perfekten Ort schaffen werden, an dem die Kinder freudig herkommen werden. Ist das grammatikalisch satzbaumäßig richtig so? Okay. Wir nehmen den an. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, wie viele Folgen es werden. Es klingt nach einem Mordsauftrag. Ich glaube, wir können auch erstmal ziemlich viel verkaufen. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Das lädt schon so lange. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Und ich höre schon wieder die Krabbelviecher. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich will auch gar nicht da in den Raum da reingucken. So, wir verkaufen jetzt hier den ganzen Müll, siehste. Wir verkaufen den jetzt komplett. Alter, seht ihr die ganzen schwarzen Punkte da überall? So, den Müll haben wir weggemacht, ne? Wir machen jetzt hier auch direkt mal sauber. Vorher gehe ich gar nicht in die anderen Räume rein. Hier sind wir schon fertig. Bodenfliesen legen, Keramikfliese orange. Da kommt das Gekrabbel her. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein. Hä? Die Lampe will er nicht verkaufen? Genauso wenig wie den Papierstapel hier. Die Stühle aber schon. Aha. Was will der denn mit dem Papierkram machen? Die Box will er nicht verkaufen, das will er nicht verkaufen, das nicht. Das Bild auch nicht. Why? Okay, so, den Rest müssen wir tatsächlich komplett sauber machen. Guck mal, hier ist so eine Klimaanlage. Okay, die können wir nicht verkaufen. Dann machen wir erstmal sauber. Die wird die standardmäßig dann hier über so einer Balkontür dann angebracht oder wie? Weil ich wollte das ja beim letzten Mal, wollte ich das ja montieren. Beim letzten Mal ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Aber da hat das ja nicht so ganz funktioniert. Alter, was haben die hier in dem Büro bitte gemacht?
So, hier sind wir schon fertig, ne? Beziehungsweise Fenster müssen wir noch reinigen. Eins. Das haben sie, das rechte, das linke haben sie sauber gemacht, aber das rechte nicht. Also das zur Straße. Vielleicht war das so eine Art natürlicher Sichtschutz, den die sich hier gezüchtet haben. So, wir sind durch. Du kannst mich hier rauslassen. Danke. 26 Gegenstände anbringen. 26. Ich glaube, das wird ein größerer Auftrag als das Haus, was wir uns selber gekauft und hergerichtet haben. So. Sie mochten, weißt du, sie mochten es nicht sonderlich aufzuräumen. Das hat schon nichts mehr mit, ich mochte es nicht aufzuräumen zu tun, sondern das ist ja noch schlimmer. Oh, hier sind auch Kakerlaken, super. Das ist ja noch schlimmer als im Studentendreckstall. So, das will er alles behalten, okay. Pizzakartons aber nicht, oder? Nee, das, okay. Himmel, Herrgott. Heftig. Es wird immer schlimmer. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen Angst, wie das dann so ein paar Aufträge weiter dann aussieht. Ich glaube, ich kaufe mir dann nur noch meine Häuser und werde die dann einfach herrichten. Ich will gar nicht sehen, was die alles für... Hier ist noch irgendwo was. Irgendwo ist noch... Oder ist das das Kakerlakennest, was die jetzt meinen? Das hier. E-Staubsauger. Manchmal funktioniert, nimmt er die Tasten nicht an. Das ist genauso wie mit dem Mausrad. So, Kakerlakennest zerstört. Hier soll irgendwo noch was sein. So mit einem Auge auf die Minimap. Können aber auch die Schränke nicht aufmachen. Kann höchstens das Timer rausnehmen. Leute, ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Wie haben die das denn hingekriegt? Gut, die haben wahrscheinlich einfach die Schranktür aufgemacht und dann den Müll da reingeschmissen, aber das ist doch richtig gemein, wenn wir die Schrankwand nicht öffnen können. So, Kaffee kommt wieder hier hin. Wir machen hier mal Licht an, damit man ein bisschen was sehen kann. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. So, dann lass uns mal hier reingehen. Oh, das war doch Wasser, was wir hier gehört haben. Da haben sie schon eine Heizung... Zumindest an der Wand, aber montieren sie es nicht. So, dann räumen wir hier wieder ein bisschen auf. Müll ist jetzt weg, oder? Müll ist gereinigt. Dann machen wir jetzt sauber. Fenster habe ich gesehen, dass das dreckig ist. 83%. Die Wasserpfütze und 100%. Wunderbar. Ach, wenn das doch in Wirklichkeit alles so schnell und einfach gehen würde. Ich glaube, es gäbe viel mehr Facility Manager auf der Welt. Streiche mit den Farben reife Birne und Sonnengelb. Das sind aber nur zwei Farben, ne? Du hast ja eigentlich gesagt, Gegenstand entfernt zweimal. Ach so, das sollen wir verkaufen. So und so. Hat die nicht eigentlich gesagt, wir sollen es in drei Farben pro Zimmer streichen? Das waren aber jetzt nur zwei, oder? Büroregal, das hier, kommt weg. Der Rest, der bleibt alles.
Vor allen Dingen, was trinken die da? Die ganze Zeit Limo und Bier. Was ist das für ein Büro gewesen, bitte? So. Ich hoffe, wir haben allen Müll erwischt. Jetzt gehen wir den Dreck an dem Kragen. Fenster ist sauber. Nee, doch nicht. Dann machen wir das gerade sauber. Hallo Nachbarn! Ob die schon wissen, dass hier jetzt bald ein Kindergarten reinkommt? Und mich würde natürlich dann auch interessieren, freuen die sich darüber oder sind die da eher not so amused? Weil Kindergärten sind ja erfahrungsgemäß, und das ist jetzt kein Vorurteil, sind ja tatsächlich etwas lauter, ne? Weil Kinder sind laut, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Igitt. Aber das finde ich nice, dass die Klos hier so ein bisschen geteilt sind, nur warum haben die zwei verschiedene? Das verstehe ich wiederum nicht. Ja. Freuen die sich darüber, dass sie bald Kinder in der Nachbarschaft haben? Oder nicht? Wobei, wenn man sieht, wie die, die hier das Büro geführt haben, drin gelebt haben, die haben wahrscheinlich auch alles gemacht, nur nicht gearbeitet. Die waren wahrscheinlich regelmäßig Partys am Werk. Oder am Start. So, Kakerlaken sind weg. Dann einmal die Dinge hier beseitigen. Ach so, das sollen wir verkaufen? Okay, tschüss. Dann brauchen wir es auch nicht sauber machen. Das bleibt, ja? Gut. Ja, das sieht ja noch recht sauber aus. Wie sieht es hier oben aus? Die Lampe würde ich ja auch austauschen, aber soll nicht mein Problem sein. Und ich höre es immer noch irgendwo krabbeln. Oh, wo ist die Tür? Ist gerade weg. Ist gerade despawned. So, Fensterchen ist sauber. Du darfst rausspawnen, liebes Spiel. So, gerade. Wir haben heute einer unserer Mietemäuse. Soll hier kein Klo rein? Doch, montiere ein Gerät. Toilette montieren. Machen wir doch. Haben wir heute unserer Katze das Fell einmal durchgebürstet, weil die ist momentan damit beschäftigt, also das ist ein Fulltime-Job quasi, unsere beiden Kater zu putzen. Und das macht die so akribisch und das dauert so lange, dass die, glaube ich, darüber dann völlig vergisst oder auch keine Lust mehr hat, selbst bei sich, ja, die Zunge anzulegen, so nenne ich es jetzt mal. Und da ist leider hinten dann so ein bisschen das Fell verfilzt und das haben wir dann heute versucht, so gut es geht, zu entfernen. Sie war natürlich nicht begeistert darüber. Das tut ja auch ein bisschen weh, wenn man dann da mit der Katzenbürste dann das Fell da rausrupft. Wir haben übrigens diesen super... Oh, wir kommen gar nicht da dran. Wir müssen tatsächlich das Teil hier auf Seite... Okay, wir können das gar nicht verschieben. Toll, wie soll ich das denn machen? Diesen Katzenkamm Fominator, so nennt er sich. Der ist wirklich richtig, richtig cool. Und geht halt auch wirklich ans Unterfell, aber es tut natürlich trotzdem weh. Und ja, ich habe jetzt trotzdem immer noch überall die Katzenhaare hängen. So, ich weiß nicht, ob hier jetzt noch irgendwo eine rumkreucht und fleucht, weil... Ach da, guck mal. Jetzt haben wir sie alle erwischt. So, auf jeden Fall habe ich jetzt überall die Katzenhaare hängen. Trotz, dass ich mich abgeklopft und abgesaugt habe. Und das kitzelt zwischendurch immer wieder ein bisschen. Besonders, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, ne?
dann fängt es auf einmal überall an zu jucken und zu kitzeln. Deswegen kann es zwischendurch schon mal vorkommen und ich bitte das zu entschuldigen, dass ich so wie jetzt einmal kurz durch meinen Bart und übers Gesicht gehe. So, dann haben wir das. Fenster reinigen. Fenster reinigen. Zumindest müssen wir hier nicht fließen. Alter, was für ein Monsterauftrag. Bin mal gespannt, was wir dafür bekommen, weil das werden wir auf keinen Fall in einer Folge schaffen, oder? Komm, wir sind fertig. Hallo. Mein Gott, warum dauert das manchmal so lange? So. Oh wei. Auch hier können wir bestimmt wieder jede Menge Zeug verkaufen. Ach hier, hier können wir die Schreibtische verkaufen. Gut. Das will er nicht verkaufen. Sollen wir Gegenstände entfernen? Hier auch die Bürostühle. Gut, dann entfernen wir hier auch die Bürostühle. Und wenn du keine Schreibtische hast, brauchst du auch keine Stühle mehr. Das ist logisch. So. Da hinten haben wir wieder eine Heizung, die nicht ordnungsgemäß montiert wurde oder abgerissen wurde. Was sind das? Sind das Boxen? Ich hoffe, wir dürfen dafür noch die entsprechenden Ausgabegeräte montieren. Wahrscheinlich wird dann auch nicht, da würde wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt die Musik laufen, die wir jetzt erwarten oder wir uns wünschen würden. Sondern irgendwelche Kinderlieder. Da bin ich dann tatsächlich doch schon so ein bisschen raus aus dem Alter. Guck mal, sogar die Klimaanlage war ein bisschen. Hier sollte noch irgendwo was. Ach, guck mal hier. Hier soll eine neue Steckdose montiert werden. Machen wir das auch gerade. Das wird aber wirklich ein heftiger Auftrag. So quasi von allem was dabei. Nur neuen Gips in die Wand hauen habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen. So, frische neue Steckdose montiert. Hier hinten die auch. Alles klar. So, dann die neue dran, die Käbelchen dran und das dran. Dann alles einmal mit den Fixierschrauben montieren bzw. fixieren. Deswegen heißen sie Fixierschrauben. So, und dann haben wir auch hier die Steckdose einmal ausgetauscht. So, also was das Fensterreinigen anbelangt, na guck mal, da, ich habe gerade eben gesehen, hier war noch ein Fleck und trotzdem hat er uns rausgelassen. Vor allen Dingen jetzt auch ganz schnell. Ich glaube, ich darf nicht alles sauber machen, weil sonst ist der Computer irritiert, dass es wirklich so sauber geht. Siehst du, jetzt haben wir wieder alles erwischt und jetzt lässt er uns wieder nicht raus. Das ist doch totaler Blödsinn. So. Okay, als nächstes 34 Gegenstände anbringen. Hilfe. Wirklich, Hilfe. Aber haben wir jetzt alles sauber? Ich muss mal gerade gucken. Weiter raus können wir gar nicht scrollen. Ich glaube aber, wir haben jetzt alles soweit. Die Lampe brauche ich nicht. Hilfe, ich will nur raus. Hier war noch was, was wir montieren sollten. Ja, da oben. Wir sollten eine Klimaanlage montieren. Jawoll. Klimaanlage, Klimaanlage, Klimaanlage. Da. Kaufen. Jetzt können wir auch das erste Mal überhaupt eine Klimaanlage montieren. Ach, hier. So.
So, dann das Ding einmal dran. Hilfe. Ich habe noch nie eine Klimaanlage montiert. Ich weiß auch tatsächlich nicht so genau. Muss das wirklich in dieser Reihenfolge sein? Oder ist das jetzt einfach völlig random, wie wir das hier gerade machen? Warum kann ich die... Aha. War anscheinend das Kabel noch nicht richtig drin. So, okay. Dann hier die Anschlüsse. Da. Das sind wahrscheinlich diese Wärmetauscher. Ich habe aber keine wirkliche Ahnung, wie die funktionieren. So, sind wir fertig. Ja, cool. Haben wir angebracht. Dann haben wir an Sachen, die wir montieren sollten, alles durch, ne? Ich gehe nochmal gerade hier rein. Ja, hier liegt noch jede Menge Müll rum. Hier kommt wahrscheinlich die Küche oder sowas rein. Könnte ich mir gut vorstellen. So, und hier legen wir jetzt erstmal die Bodenfliesen aus. Bodenfliese, Keramik, Orange. Ich habe Angst. Gut, wir gehen auf Bodenfliese und suchen dann... Wirklich? Ich meine, wollt ihr das wirklich? Eieieiei. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Aber der Fortschritt geht voran, also scheinen wir richtig zu sein. Gut. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber... Ist dann so. Streiche mit den Farben heller Pfirsich und samtweißer Pfirsich. Ich habe Bedenken. Ich habe wirklich Bedenken. Ja, jetzt bin ich schon wieder auf den Besen gegangen. Und ich habe auch gar keine Ahnung, inwieweit ich hier... Wir müssen mal das Licht anmachen. Cool, dass nur da hinten Licht ist. Alles klar. Dann sind wir hier gleich im Dunkeln. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier Nuancen setzen. Sag schon. Irgendwie Farbakzente setzen sollen. Vielleicht machen wir das immer so abwechselnd. Es wird absolut grauenvoll aussehen. Ich weiß das jetzt schon. Aber sie will es so. Der Kunde ist König. Der sagt letztendlich, was er will. Und wenn er so will, dann ja. Dann ist das so. So, dann machen wir hier mal so eine Abbiegung. Und jetzt nehmen wir wieder das andere. Natürlich habe ich auch eine beratende Funktion, ne? Also sprich eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Kunden, wenn ich weiß, das, was er sich da aussucht, ist wirklich absoluter Mumpitz und wird total schrecklich aussehen. Dann ist es natürlich in meiner Pflicht, ihn darauf hinzuweisen. Aber wenn der Kunde sagt, er möchte das so haben, dann kann ich mich nicht dagegen wehren. Es war zum Beispiel auch so, rein theoretisch müsste dann hier noch weiter in diesen Farbenstrich. Okay. Wir hatten oder haben, wir haben sie zwar jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber unsere Friseurin, Schrägstrich Freundin, ist immer zu uns nach Hause gekommen und hat uns zu Hause die Haare geschnitten. Das war immer recht schön, weil wir haben das dann auch mit Abendessen und so weiter dann immer zelebriert. Und
Ja, und dann haben wir noch eine Freundin gehabt und die hat dann auch schon mal von dem Angebot profitiert. Die müssen wir jetzt durchgehend in der Farbe streichen. Die hat dann auch schon mal von dem Angebot profitiert. Obwohl, wir machen das nur bis hierhin. Hat sich dann aber eine Farbe ausgesucht, wo unsere Friseurin gesagt hat, das kannst du nicht machen. Nein, ich hab mir doch extra von da genommen, oder nicht? Mich jetzt so vertan? Nein. Das kannst du nicht machen. So, sie wollte es aber letztendlich haben. So, und Kunde ist halt König, ne? Wenn der Kunde sagt, er will das so, dann machen wir das auch so. Problem war, sie wollte, soweit ich das noch recht in Erinnerung habe, wollte sie ihre Haare blond färben lassen. Sie hatte aber vorher ein ziemlich dunkles Braun, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das jetzt genau alles gewesen ist. Aber auf jeden Fall, ja, unsere Friseurin hat sie gewarnt, das wird rot werden, wenn du das jetzt machst. Und es ist rot geworden. Und das sah furchtbar aus. So. Unsere Freundin war natürlich nicht wirklich begeistert darüber und war dann auch ziemlich traurig. Und ja, aber letztendlich, sie ist darüber informiert worden. Und trotzdem hat sie drauf bestanden. Sie hat sich dann nicht mehr von unserer Friseurin die Haare schneiden lassen. Ja. So, also die Fliesen gehen gar nicht, aber der Rest mit der Streichtechnik und so weiter, finde ich, der ist eigentlich ziemlich nice. Das kann man so machen. Dann sind wir hier auch fertig. Wir müssen zum Glück keine neue Lampe anbringen. So, wie sollen wir hier streichen? Reife Birne und Sonnengelb. Ich hoffe, sie hat sich das alles genau überlegt. Auch hier werden wir wieder eine Wand, zwei Wände in grün und die anderen Wände in dem Sonnengelb streichen. Weil jetzt hier nur mit grünen Akzente zu setzen, dann würde das Sonnengelb würde nicht ausreichen, um den Rest des Zimmers zu streichen. Und ich möchte ungern jetzt zwei Eimer kaufen. Oh, jetzt haben wir uns aber schnell gedreht. Skill, weißt du? Schnelleres Drehen. Und ich glaube, wir sind schon fast wieder am Ende angelangt, oder? Meine ich das nur? Ich habe nämlich vollkommen verpeilt, auf die Uhr zu gucken. Aber es müsste ungefähr hinkommen. Und, ja. Ja, ich hoffe mal, sie ist nicht allzu traurig, diese Mitteilung. Aber ich denke, wenn wir dieses Haus hier fertig haben, wird das auch vorerst die letzte Folge von Haus Flipper werden. Weil ich tatsächlich noch ein paar andere Geschichten habe, die ich gerne let's playen möchte. Und bald kommt ja auch Tomb Raider raus. So, am 14. Und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt verraten darf. Ich habe einen 2 Days Early Access. Jetzt haben wir ja das Glück, dass mein Kanal noch nicht allzu groß ist. Ich denke, später sollte mein Kanal mal wachsen, werde ich das wahrscheinlich nicht mehr so einfach machen können. Aber ich glaube, man braucht dafür eine Sondergenehmigung von den Entwicklern auch, wenn man Spiele vor dem eigentlichen Release dann auf dem Kanal schon let's playen möchte. Das ist mir zu groß, das Zimmer. ja. Aber ich denke mal, wir können es einfach mal ausprobieren, oder? So, Wandfliesen und Bodenfliesen. Keramikfliese grün.
die hier. Der Kunde will es. Es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Wandfliesen. Keramikfliese grün und Keramikfliese graue Quadrate. Dann machen wir es so, dass wir das hier, ne, da wo die Küche ist, das machen wir in grün und den Rest machen wir grau. Einfach um dem Kotzeffekt ein bisschen entgegenzuwirken. So, Wandfliesen. Keramikfliese grau war das, ne? Hellblau, hellgelb. Graue Quadrate. Die hier. Hä? Sind wir... Was soll das? Was passiert hier gerade? Ich kann ihn nicht auswählen. So, das kommt auch noch dazu. Das Spiel hat für meinen Geschmack tatsächlich ein bisschen zu viele Bugs. Immer noch. Viele Sachen sind einfach unlogisch, auch von der Namensgebung her. Macht einfach einiges keinen Sinn. Wir kriegen die nicht ausgewählt. Also ich scrolle dann nicht hoch, sondern das passiert automatisch. Wandfliesen. Ach so, wir sind auf Wandfliesen. Nee, ist doch richtig. Wandfliesen aus Keramik. Wandfliesen aus Keramik grau. So, jetzt ging's. Verstehe es nicht. So, da brauchen wir auf jeden Fall zwei Pakete von. Das weiß ich jetzt schon. So, und dann legen wir direkt mal los. Nee, da lass ich's. Obwohl, nee, doch, wir machen das hier auch schon. So. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir können mittlerweile auch schon über... oder immer noch über existierende Fliesen drüber fließen. Mit ein und derselben Musterung. Deswegen müssen wir da ein bisschen drauf aufpassen. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und dann, wenn wir hier fertig gefliest haben, werden wir auch die Folge tatsächlich mal beenden. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir schon drüber sind. Wenn nicht, dann wird die Folge tatsächlich ein bisschen kürzer. Das tut mir dann leid, aber ich habe tatsächlich ein bisschen den Überblick verloren. So, wir sehen uns gleich wieder, beziehungsweise wir hören uns gleich wieder. Bis gleich!
So, da bin ich wieder und mir ist gerade, während ich die grünen Fliesen angebracht habe, eine Sache aufgefallen. Und zwar, guckt mal auf die Prozentzahl von den Wandfliesen. Da stimmt irgendwas nicht. Keramikfliese, graue Quadrate. So. Ach, scheiße. Wie heißen die hier unten? Die heißen Wandfliesen aus Keramikgrau. Ey Leute, ja, das ist doch so gemein. Das ist doch echt so gemein. Ja, also ich werde das jetzt hier nochmal neu machen mit den richtigen Wandfliesen. Jetzt haben wir hier wieder Geld verpulvert. Werd euch das aber jetzt nicht nochmal antun, dass euch das nochmal angucken zu müssen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann ist die Küche auch fertig gefliest und wir gehen in die nächsten Räume und ich hoffe, ihr seid dann noch mit dabei. Und bis dahin, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao.